Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu... Ja, was heißt hier zurück eigentlich? Das ist ja völliger Quatsch! Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nachdem wir also Steep ein wenig lieblos von uns gestoßen haben. Sagen wir es mal so, widmen wir uns von heute an einem Projekt, das ich doch, glaube ich, mit ein bisschen mehr Liebe gestalten werde. Weil es ein Projekt ist, auf das ich mich schon länger freue, als es meinen Kanal gibt fast. Ja, kann man so sagen. Es handelt sich um Mario Kart Wii. Nein, natürlich nicht. Ihr habt ja schon im Titel gesehen, dass es sich nicht darum dreht, sondern es geht um Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution. Und wir hören uns erstmal dieses extrem geile Intro an. Version 1.03, ich weiß nicht, ob es die neueste ist. Was kann ich eigentlich hier machen? Ach, ist ja praktisch. Hier könnte ich aufs ganz normale Mario Kart Wii umschalten. Ah, verstehe. Ah, hier kann ich die ganzen Channel umswitchen. Okay, alles klar. Alles klar, wir starten Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution. Bevor ihr euch jetzt fragt, oh nein. Oh, ich sehe da schon ein Problem auf uns zukommen. Oje, oje, oje. Ich glaube, ich muss mal gucken. Ich mache jetzt einfach mal weiter, als wäre nichts passiert. Aber das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Aufnahme hat gerade ein bisschen abgebrochen. Ich hoffe allerdings, das macht nichts. Es sieht so aus, als würde jetzt weiter aufgenommen werden. Okay. Wir ignorieren das einfach mal. Wir machen hier Standard, ja? Ne? Standard, ganz normal. Standard-Layout der Strecken. Man könnte es auch nach Namen sortieren, aber das wollen wir natürlich nicht. Und wir machen mal Launch Game. Ja, Custom Tracks Worldwide geht aus natürlichen Gründen nicht, weil Nintendo ja die Mario Kart Wii Server schon vor langem abgeschaltet hat. So. Aber es gibt tatsächlich... Also ich sollte mal bei A anfangen, ne? Für alle, die es nicht kennen, es wird ja wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der noch nie was davon gehört hat. Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Revolution oder Revolution ist ein Mario Kart Wii Hack, den ihr euch mit Hilfe von einer SD-Karte auf die Konsole ziehen könnt. Wie das Ganze funktioniert, ich bin nicht mehr so ganz im Bilde. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was kommt. Wahrscheinlich der ganz normale Mario Kart Wii Vorspann, okay. Ich bin nicht mehr so ganz im Bilde, wie das zu 100% funktioniert. Ich habe vor etwas mehr als 5 Jahren, habe ich mal ein Tutorial auf meinem Kanal hochgeladen, das sich selbstbewussterweise nennt, das beste Mario Kart Wii Custom Track Grand Prix Tutorial aller Zeiten. Aus dem einfachen Grund, dass es mir damals sehr, sehr schwer gefallen ist, als ich diesen Hack installieren wollte oder spielen wollte, das Ganze hinzubekommen. Von daher habe ich mir da im Internet mir fast die Finger wund gegoogelt, bis ich da mal was Sinnvolles gefunden habe. Und dann beschlossen, selbst mal ein Tutorial auch mal auf Deutsch zu machen, was man ganz einfach erklärt, was einem ganz einfach erklärt, wie man dieses Ganze hier spielen kann. Ob das Ganze noch aktuell ist, ich weiß es nicht. Ihr könnt es gerne versuchen, wenn ihr das Ganze selbst spielen wollt. Alles, was ihr dafür braucht, ist, wie gesagt, eine SD-Karte und... Mario Kart Wii. Also die Original-CD ist dafür nötig, sonst könnt ihr diesen Hack nicht spielen. Was ich auch sehr, sehr gut finde, weil so kriegt Nintendo halt immer noch ihren Anteil, anders als bei diesen ganzen N64-ROM-Hacks, ne? Und wir sehen hier schon, es ist ein Hack von Mr. Bean, 35.000 VR und Cheddars. Die beiden haben allerdings nur dieses Mod-Pack sozusagen gemacht. Die Mod an sich, also die ganzen einzelnen Strecken, die neu ins Spiel gekommen sind, wurden von vielen, vielen, vielen Fans dieses Spiels entwickelt. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit ein bisschen befasst, aber ich habe irgendwie nie wirklich verstanden, wie das Ganze geht, weil es auch keine guten Tutorials gab damals. Und Online-Services bei Wim and Laserratte, scheinbar auch ein Deutscher, der damit gewirkt hat. Also wie gesagt, es gibt tatsächlich Server, auf denen man mittlerweile immer noch Mario Kart Wii Custom Track spielen kann. Fragt mich aber bitte, wie gesagt, nicht wie. Ich werde mein Tutorial in der Videobeschreibung verlinken. Das mache ich auf jeden Fall gerne.
damit ihr da so ein bisschen, ne, so ein bisschen eventuell reinkommen könnt. Ich kann euch aber nicht versprechen, dass es klappt. So viel also auf jeden Fall mal dazu. Ich habe das Ganze, wie gesagt, irgendwann Ende 2012 installiert. Seitdem ist es eben auf der SD-Karte drauf und dementsprechend auch auf der Wii. Von daher, fragt mich nicht wund. Schaut euch das Tutorial an. Wenn es klappt, klappt's. Wenn nicht, könnt ihr gerne fragen. Die Frage wird aber höchstwahrscheinlich beantwortet werden mit, ich weiß es nicht. So, und nach diesem viel zu langen Intro starten wir jetzt mal. So, wir starten mit einem Versus-Rennen. Und in den Regeln stelle ich gerade mal ein. 150 Kubikzentimeter finde ich okay. Schwer ist okay. Wobei, wir machen mal 100, oder? Ja, wir machen mal 100, weil ich kenne die Strecken halt auch nicht mehr mittlerweile. Es sind unfassbar viele Strecken. Standard können wir machen und wir machen mal 4 Rennen pro Part. So kriegen wir immer einen Cup hin pro Part. Wir nehmen König Buhu. Das ist natürlich mein absoluter Favorite auf dem Bowser Bike. Also ihr seht schon, das ist so ziemlich dasselbe Layout, wie ich es ja auch da bei Mario Kart 8 ständig hatte oder habe. Wir können aber gerne auch mal einen anderen Fahrer nehmen oder so, auch weil ich das eigentlich nie mache. So, hier befinden sich nun die ganz normalen Strecken. Der Pilz-Cup, der Blumen-Cup, der Kronen-Cup, der Sternen-Cup, der Panzer-Cup, der Bananen-Cup und auch der Blatt-Cup sowie der Pilz-Cup sind am Start. Was ja die ganz normalen Strecken aus Mario Kart Wii waren. Und jetzt kommen eben die neuen Cups. Hier haben wir 4 neue Strecken, nochmal 4 neue Strecken. Dann haben wir hier noch 2 Cups, noch 2 weitere. Und ihr seht, es gibt hier durchaus einiges zu tun. Und wir wollen uns diese ganzen Cups in diesem Let's Play mal zumindest anschauen. Ob wir darüber hinaus noch was machen, werde ich dann mal entscheiden. Aber ich habe auf jeden Fall wieder richtig Bock, dieses Let's Play zu machen und mir diese Strecken anzuschauen. Und deshalb starten wir mit dem Blooper Cup. Und Strecke Nummer 1, Super Sky Courtyard. Also wie gesagt, das Ganze ist ein Hack, in dem es eben nur neue Strecken gibt. Nur in Anführungsstrichen, die Fahrer sind dieselben, die Musik ist auch dieselbe, die kann man theoretisch auch nochmal extra modden. Da hatte ich jetzt eigentlich kein Interesse daran, weil die Musik passt ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Passt übrigens auch nicht immer zum Theme, weil soweit ich weiß, konnten die Hacker sich das nicht immer aussuchen. Einige haben es, glaube ich, geschafft. Also auf einigen Strecken läuft trotzdem nochmal irgendwie eine extra Musik. Die hatten da scheinbar andere Möglichkeiten und Wege, das zu tun. Oh Mann. Und direkt mal ein Fehlstart. Sehr gut. Aber, soweit ich weiß, orientiert sich die Musik, die hier auf den Strecken läuft, immer so ein bisschen daran, welche Strecke man als Vorlage genutzt hat. Also das Ganze ist so ein bisschen ähnlich, wer sich vielleicht damit schon mal befasst hat, wie Mario 64 hacken scheinbar. Man nimmt also eine bestehende Strecke, löscht die praktisch und baut auf dieser, ja, auf dieser leeren Vorlage einer Strecke sozusagen eine neue auf. Und die Musik ist dann halt schon gespeichert. In diesem Fall war es irgendeine Donkey Kong Dschungel-Gedöns-Strecke, ich weiß nicht genau welche. Oder war das die Yoshi-Kaskaden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was alles auf Mario Kart Wii drauf war. Und vom Fahren her bin ich auch ein bisschen eingerostet, muss ich zugeben. Weil ich meine, in der Zwischenzeit kam halt doch Mario Kart 8 und Mario Kart 8 Deluxe raus. Da rechts wäre eine Abkürzung gewesen. Ja, schade, das wusste ich jetzt natürlich nicht. So, die Items sind im Großen und Ganzen die, die ihr aus Mario Kart 8 kennt. Die möchte ich jetzt aber ja wirklich nicht gerne erklären, weil ganz ehrlich, Items in Mario Kart, zum größten Teil sind es dieselben. Vielleicht werde ich sie doch mal hier und da erklären. Wenn wir sie haben oder wenn sie gegen uns eingesetzt werden oder so, ja, kann ich gerne machen. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt komplett neu und frisch in Mario Kart 8, Mario Kart 8 genau, Mario Kart Wii reinschauen. Ja, grafisch ist das Ganze mit Sicherheit auch nicht das Beste, was ihr euch jetzt denken könnt. Wobei auch die Strecke hier gerade viel zu hell aussieht teilweise. Was jetzt aber, ich glaube ich, nicht an der Wii oder an irgendwelchen Einstellungen. Ich bin mal gespannt, wie es dann im fertigen Video aussehen wird. Vielleicht ist der Fernseher auch falsch eingestellt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil hier sieht es wieder ganz okay aus. Scheinbar hat da der... Boah, hier ist es wieder so extrem. Da hat der Streckenhersteller wahrscheinlich einfach ein bisschen, Schmu betrieben, wie man so schön sagt. Kennt ihr diesen Ausdruck eigentlich, Schmu betreiben? Würde mich mal interessieren. Okay. Ja, ganz spontan mal wieder Mario Kart Wii Custom Tracks. Wer hätte das gedacht, ne? Ich nicht.
Ganz ehrlich, ich nicht. Da links geht scheinbar auch ein Weg entlang. Wisst ihr was, den fahren wir in der letzten Runde. Also mir ist jetzt hier auch nicht wichtig, dass wir jetzt hier jeden Cup gewinnen und so ein Quatsch. Ich möchte einfach nur die Strecken zeigen. Ich weiß nicht, wollen wir die Strecken bewerten? Das haben ja einige Let's Player damals gemacht, als dieses Spiel rauskam und neu war. Oh. Ja. Oh, das war knapp. Ach du Scheiße. Beinahe runtergefallen. Also mir ist jetzt auch nicht wichtig, hier immer Erster zu werden, denn es gibt leider auch Strecken, bei denen sind die NPC-Gegner oder die KI-Gegner vielmehr, so ist der richtige Ausdruck, sind die KI-Gegner extrem dumm. Dann gibt es auch wiederum Strecken, da sind die KI-Gegner einfach extrem überpowered, also dass man wirklich gar keine Chance hat, die irgendwie einzuholen, nicht mal mit ganz viel Itemglück. Ja, ist so eine Sache, ne? Ist wirklich so eine Sache. Aber man muss sagen, online hat das Ganze sehr gut funktioniert. Wobei es halt auch da schwierig war, denn es gab halt wirklich manche Suchtis bei Mario Kart Custom Tracks. Die konnten halt jede Strecke auswendig. Und ich finde, ja, also ich sag mal so, bei einem Mario Kart 8 Deluxe online kann man das erwarten. Ja, also wenn man da gut sein will, dann muss man halt die Abkürzungen kennen und muss wissen, wo man lang fährt. Sehe ich komplett ein. Aber bei so einem Spiel, so, ich fahre jetzt hier einfach mal lang. Da kann man auch lang fahren, ich fahre nur runter. Kommt man da hin? Nö, das interessiert mich jetzt. Lol, wieso kommt man da lang? Weil hier zu ist. Ja, danke. Alles klar. Okay, hätten wir es mal inspiziert. Aber nettes Detail. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da instinktiv falsch gefahren sind, weil es halt wie der richtige Weg aussieht und das Grüne eher aussieht wie irgendwas, wo man nicht unbedingt langfahren will. Aber okay. Ja, okay. Also ich werde das Ganze jetzt einfach mal, ich werde mal die Strecken so ein bisschen bewerten. Einfach, weil es geht und weil es halt, wie gesagt, es gibt ein großes Gefälle in diesem Hack. Einige Strecken sind genial, einige Strecken sind absoluter Bullshit und diese Strecke, würde ich sagen, ist ordentlich. Die sieht ziemlich gut aus. Die fährt sich astrein, man kann nichts sagen dagegen. Hat coole Stellen drin. Für mich persönlich ein bisschen zu wenig Kurven. Das war schon, also ich meine, ne, klar, es ging hier so ein bisschen spiralenförmig hoch und runter. Ja, fand ich jetzt nicht so berauschend. Also für mich kriegt die Strecke allerdings eine 2. Weil ich kann da jetzt nichts Schlechtes dran finden. Optisch toll, vom Fahrerischen toll. Also 2 für diese Strecke. Ich hoffe, es war nicht zu hoch angesetzt. Man könnte auch 3 sagen. Na, aber ich sage 2. Es wird sich alles relativieren, wenn wir Vergleichswerte haben. So, als nächstes kommt eines der vielen, oder eine der vielen Retro-Strecken, die es in diesem Hack leider auch gibt. Ich finde es ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt, weil es ist ein Hack und man kann eigene Strecken machen, also warum jetzt extra Nintendo-Strecken von anderen Mario Karts reinbauen? Aber okay. Game Boy Advanced Cheap Cheap Island. Hab das Mario Kart für den Game Boy Advanced nie gespielt, falls diese Frage jetzt aufkommt. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Ja, und ob ich das Ganze dann auch so mache, dass ich mir dann mal versuche, irgendwie Zugriff auf diesen Online-Servern zu gewähren. Ich weiß nicht, was man dafür genau machen muss. Aber muss ich wahrscheinlich einfach irgendwie verbinden. Keine Ahnung wie. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen. Und dann können wir, nachdem wir uns die Cups angeguckt haben, wenn ihr denn da auch Bock drauf habt und wenn ich ultra viel Bock drauf habe, mal wieder ein bisschen Mario Kart Wii zu spielen, dann können wir uns auch überlegen, dass wir das Ganze dann nach diesen Strecken angucken. Einfach auch mal wieder online spielen, wenn es denn funktioniert natürlich. Ihr könnt mir aber auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet, prinzipiell. Wobei ich bezweifle, dass jetzt noch viele zuschauen, nach diesem ultra langen, nervigen Intro. Das ist einfach viel zu lang war. Ich hätte links fahren können, ne? Wäre besser gewesen. So, und hier bei Mario Kart Wii war es ja noch so, dass man ein Wheelie machen konnte, wenn man ein Bike hatte. Der Nachteil an den Bikes war im Vergleich zu den Karts. Ja, super. Man konnte nur den blauen Drift kriegen, während die Karts halt noch auf Orange hochdriften konnten, was einem dann mehr Boost gab. Dafür konnten die Wheelies aber immer diesen Wheelie machen. Die Wheelies. Die Bikes allerdings immer diesen Wheelie machen.
und waren damit im Großen und Ganzen total überpowered. Denn, ja, das ist einfach sehr, sehr effizient, auf allen Geraden ständig diesen Wheelie auszuführen. Und da wird, ja, ist einfach mehr Boost im Endeffekt als so ein Kart durch die paar Kurven, in denen es auf Orange kommt, aufholen kann. Ne? Wir können gerne auch mal mit einem Kart fahren. In einem der nächsten Cups. Wir müssen jetzt nicht hier die ganze Zeit wie bei Mario Kart 8 mit Buhu und dem Bowser-Bike fahren. Ja, was ist denn los mit eurem Pau? Ja, der Pau-Block, ihr habt es ja schon gesehen, ist ein Block, mit dem man die Welt erschüttern kann. Ne? Also jeder wird davon getroffen, außer er hat gerade einen Stern. Oder ich glaube auch, wenn jemand, also wenn du jetzt 10. bist und kriegst dieses Item und der 11. fährt dann hinter dir her, dann kann es sein, dass der 11. auch verschont wird von dem Item. Oder auch der 12. So genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, man kann die Wii-Mode oder die Wii-Fernbedienung schütteln, um nicht ganz so hart getroffen zu werden von diesem Powerblock. Hat nur bei mir gerade eben leider nicht geklappt. Sehr gut, ne? Sehr gut. Ja, sehr gut. Okay, letzte Runde in diesem Rennen, in diesem Cup. Nicht in diesem Cup, aber in diesem... dieser Strecke, während da gerade ein riesiger Cheep-Cheep sich ins Wasser verabschiedet hat. Das war natürlich nichts, aber wir haben guten Vorsprung vor der KI, die mal wieder nicht wirklich viel mit Intelligenz zu tun hat. Aber es macht ja nichts, ne? Oh, hier ist es, glaube ich, schneller. Ich bin die ganze Zeit... Nee, ich bin in der ersten Runde schon links. Also ich möchte natürlich auch versuchen, alle Wege zu zeigen, ne? Das ist ja klar. Einfach damit ihr hier möglichst viel sehen könnt. Wow. Von der Strecke. Es gibt hier auch wohl irgendwo eine Abkürzung, die wohl ganz gut ist. Vielleicht habt ihr die ausgemacht. Ja, hier, man kann hier vorne rechts fahren, genau. Braucht man allerdings einen Pilz dazu. Ich meine, ich kann das jetzt auch mal so machen. Kann ich nicht, weil ich schlecht bin. Aber ich hätte das machen können, wenn ich besser gewesen wäre. Dann kann man hier so ein Stück abkürzen und kommt dann hier rechts wieder auf die Bretter drauf. Also es ist keine große Abkürzung. Aber ein bisschen was macht die dann schon aus, könnte ich mir vorstellen. Wenn man halt einen Pilz hat. Das ist das Wichtige an der Geschichte. Tja, und das war's auch schon mit dem Cheep Cheep Beach. Basti hieß ich hier noch, oh Mann. Note. Ich möchte, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das fair ist oder nicht, ich möchte ehrlich gesagt die Retro-Strecken oder die Remake-Strecken ein bisschen schlechter bewerten als die anderen Strecken. Hintergrund ist der folgende. Es gibt hier halt viele Strecken, wie zum Beispiel auch die erste. Da hat sich jemand hingesetzt, hatte eine Idee, hat versucht, wie kann ich die umsetzen, etc. Und das alles fehlt ja bei dieser Strecke hier komplett. Übrigens sehen diese Inseln mit den Leuchttürmen und dem Haus drauf irgendwie, erinnern die mich sehr an Last Impact, an dieses Urlaubslevel dort drin. Vielleicht hat ja jemand das Spiel gespielt oder das Let's Play gesehen. Naja, ich bewerte diese Strecke mal mit einer 4. Eigentlich wäre es eine 3, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist jetzt einfach mal eine 4, weil, wie gesagt, von der Idee her, ja, ist halt eine Retro-Strecke. Vom Fahren her, also die Strecke an sich, könnte man auch mit einer 2 bewerten, finde ich. Aber... ich bewerte es jetzt. Komm, ich mache eine 3 draus, okay? Machen wir eine 3 draus. Also, Super Sky Courtyard war eine 2. Cheep Cheep Island eine 3. Und jetzt gucken wir mal, was der A-Knopf SDF-Course für uns bereithält. Okay. Das Intro verspricht schon mal nix. Also die Intros, muss ich dazu sagen, sind halt teilweise sehr verbuggt. Ich glaube, die kann man halt einfach nicht ändern. Ja, sie sind halt so, wie sie bei dem Ursprungskurs gewesen wären. Glaube ich zumindest. Oh Mann, wieso starte ich denn so schlecht?
Okay, der Kurs sieht sehr gelb aus und sehr schwarz zugleich. 5 Runden sind es hier. Okay, also das wurde ein bisschen geändert. Normal sind ja immer 3 Runden. Hier sind es mal 5. Alles klar. Nehme ich mal so hin. Und hier haben wir auch schon die Ziellinie. Also ein sehr, sehr simpel gehaltener Kurs. Mit vielen Geraden, wenig Kurven und mit einer sehr interessanten Textur und einem sehr interessanten Design allgemein. Also diese gelben Wände, dann hier so eine Sprungschanze drin und hin und wieder mal so ein Loch, wo man runterfallen könnte. Ein paar Piranha-Pflanzen. Ja, und im Prinzip ist es auch nicht mehr. Ja, ist simpel. Aber ich muss immer dazu sagen, auch wenn wir jetzt das Rennen wahrscheinlich, wenn jetzt nicht wieder der Betrug aller Zeiten stattfindet, werden wir das Rennen vermutlich deutlich gewinnen. Ich gehe davon aus. Aber was auf jeden Fall noch zu beachten ist, online ist es halt immer noch eine andere Geschichte, ne? Gewesen, muss man ja sagen. Ich meine, mittlerweile, es gibt ja wie gesagt diesen Online-Service, aber ich weiß halt nicht, wie gut der funktioniert oder ob es Hacker-Probleme gibt oder was auch immer. Kann alles sein, ich weiß keinen Bescheid. Und da haben wir Mario auch schon überrundet. Ja, läuft, warum nicht? Und da ist wieder der Powerblock. So, diesmal habe ich es geschafft, ne? Diesmal habe ich gut geschüttelt. Und so drehen wir uns nur einmal und sind gleich wieder unterwegs. Das ist sehr, sehr gut. So. Okay. Also, wie gesagt, online könnte dieser Kurs natürlich ein bisschen spannender sein, als es jetzt der Fall war. So würde ich jetzt mal sagen. Ich finde ihn jetzt nicht komplett scheiße. Er funktioniert. Es ist halt ein simpler Kurs, der aber auch wieder einigermaßen interessant aussieht. Ich müsste dem Kurs wahrscheinlich einfach eine 4 geben. Aber ich gebe ihm eine 3. Denn es ist okay. Ja, man kann ihn fahren. Ich kann mir vorstellen, dass hier online ganz schön zur Sache geht und dass es darauf ankommt, jede Kurve perfekt zu nehmen. Also ich gebe ihm eine 3. Er sieht, irgendwie hat er doch was Eigenes an sich. Ja. Wenn das Ganze jetzt einfach nur in der typischen Kartextur wäre, auf einer Wiesenfläche oder sowas, wäre es natürlich was ganz anderes. Aber so ist es doch irgendwie was Eigenes, auch mit dem Namen, dass das schon ein bisschen... Ach, das ist der ASDF-Kurs. Jetzt verstehe ich das erst. Okay, ja gut. Also ich gebe ihm einfach mal eine 3. Als letztes in diesem Blooper Cup kommt Desert Ford. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt darauf. Übrigens, die Cups müssen nicht unbedingt zusammenhängen. Ja, also das ist nichts Besonderes. Das sei nur mal gesagt. Oh, und das sieht doch schon mal nice aus. Das sieht definitiv gut aus. Ich kenne die Strecke nur nicht. Okay, die Karte sieht auch okay aus und ich kann den Start nicht. Aber dann sehen wir immerhin, wo die hinfahren. Die fahren da rechts lang. Alles klar, da ist auch ein Pfeil oben. Sehr gut. Pfeile sind immer gut, damit man auch weiß, wo man lang muss. Denn das wird uns wahrscheinlich bei diesen Custom Tracks auch nochmal so das eine oder andere Mal Probleme bereiten. Ich sehe schon, hier kann man durch die Mitte, wenn man denn einen Pilz hat. Oh, und da kann man auch mal durch die Mitte, wenn man denn einen Pilz hat. Oder zwei oder einen Stern oder irgendwie sowas in der Art. Bowser, hau ab. Ey, du hast hier nichts zu melden, Junge. Verpiss dich. Ja, wenn man natürlich in der Luft ist, wird man vom Powerblock auch nicht getroffen. Das ist zwar jetzt sehr praktisch. Oh Gott, diesen Soundtrack habe ich schon völlig vergessen. Ah, den gab es ja auch. Oh Gott. Der macht mich wahnsinnig. Das macht mich alles wahnsinnig. Soundtracks, immer dasselbe. Immer dasselbe Rumgedudel und Rumgemache. Okay, also der Sand macht einen extrem langsam. Ölflecken sind auch am Start. Ein... Kettenhund ist auch am Start, der aber irgendwie nicht immer reagiert, ist mir schon aufgefallen. Also das muss nicht unbedingt sein, dass der Kettenhund einen anspringt, wie er es im Original getan hätte.
So, und jetzt geht's hier noch einmal nach rechts. Ach, das sind so komische Diamanten, ne? Und dann hier nochmal ein paar Röhren als finales Hindernis. Und dann sind wir schon in Runde 2. Also ein cooler Kurs, soweit. Kann ich da nichts Schlechtes finden. Die Pfeile zeigen einem, wo man lang muss. Ist alles sehr selbsterklärend. Ein paar Röhren sind da unterwegs. Da hinten auch mit Piranha-Pflanzen, sodass das Ganze so ein bisschen nochmal einen eigenen Style kriegt. Dann die Pokis, die hier im Weg sind. Die Strecke sieht an sich auch sehr schön aus mit diesem dunklen Rand und der etwas helleren Mitte. Gibt immer wieder Sprungschanzen, wo man Stunts machen kann. Also, ja. Nö, ansprechend. Definitiv ansprechend. Und wir haben dem ersten Kurs eine 2 gegeben, ne? Au. Für den blauen Panzer kann ja die Strecke nichts. Von daher, sonst hätte es jetzt gleich Abzüge gegeben, ja. Aber so ist es in Ordnung. So, Abkürzung scheint es aber keine großartigen zu geben. Ja, bis auf diese eine, ne? Dann nehmen wir die gerade mal. Ist das nicht schön? Kann Buhu das nicht toll? Okay. Weiter geht's. Ich möchte extra mal ein bisschen weiter hinten fahren. Boah, Alter, fahrt ihr lahm, ey. Komm, gib mir mal einen Pilz oder so. Ein Goldpilz wäre am besten. Ja, ein Powerblock von mir aus. Ich fahre jetzt gerade extra langsam, ne? Nur, dass ihr es wisst. Damit ich ein gutes Item kriege und wir mal die Abkürzung testen können. Auch hier, das ist eine coole Idee, muss ich sagen. Mit den ganzen Beschleunigungsstreifen. Dann die Röhren als Hindernis finde ich auch gut. So kurz vorm Ziel hat das mit Sicherheit schon einigen, den einen oder anderen, den Sieg gekostet. Kurz vor Schluss. Ist fies, aber ist cool auf jeden Fall. So, und jetzt fahren wir mal die Abkürzung durch die Mitte. Und hier... Was? Was? Wie hat das denn jetzt nicht geklappt? Okay, ich hoffe, ich habe irgendwas falsch gemacht, aber eigentlich, was soll ich da falsch gemacht haben, ne? Ich habe einen Stunt gemacht und hatte einen Pilz, also, okay. Ist natürlich schlecht, wenn sowas passiert, ne? Sollte nicht sein. Also, ich hoffe mal, es lag an mir, aber es ist natürlich nicht gut, wenn so eine Abkürzung nicht funktioniert. Naja. Ich sehe mal drüber hinweg. Ich gehe mal davon aus, dass es von mir der Fehler jetzt war. Und, ja, gucken wir mal. So, Walu. Oh nein. Boah, das war knapp. Gut, dass da noch die Banane rechtzeitig in den Slot kam. So, und du haust mal ab mit deinen Bananen. Die möchte ich nämlich gar nicht essen. Die sind bestimmt schon verschimmelt. Oh, es sind irgendwelche fiese Spinnen drin. So, und jetzt hier nochmal den Beschleunigungsstreifen mitnehmen. Und nicht in die Banane fahren. Oh, war es knapp. Und dann war es das auch schon. Okay. Ich fand die Strecke toll. Ich fand die gut. Muss ich einfach sagen. Der ersten Strecke habe ich eine 2 gegeben. Dann gab es 2 Dreier. Dann ist das hier eine 1. Ganz ehrlich, das ist eine 1. Es ist keine Strecke, wo irgendwas herausragt oder besonders ist. Sollte sowas mal kommen, würde ich eine 1 mit Sternchen geben. Aber das ist eine 1. Das ist sehr gut. Die Strecke sieht toll aus, fährt sich wunderbar. Ich kann daran nichts Schlechtes finden. Also ist es für mich eine 1. Ich hoffe, es geht für euch klar. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder zum nächsten Cup. Und welcher es sein wird, das haben wir, glaube ich, schon gesehen am Anfang. Ich weiß es aber gerade nicht mehr. Drum schauen wir es uns jetzt einfach mal gleich dann an. Oder nö. Jetzt kommt die Siegerehrung. Das heißt, wir sehen es uns in der nächsten Folge an. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Schöne Grüße und danke fürs Zuschauen. Euer Fritte. Ciao, ciao.